wenn du die Tür gebaut hast. Porten wir euch alle da raus. Und dann ist erstmal der Trainingsraum abgeschlossen. So, wenn einer von den anderen beiden Jungzwergen Stufe 5 erreicht hat, machen wir den auch zum Militärzwerg. Oh. Ach nee, hier ist eine ganze Steinader, aber... auch nicht schlimm. Die Ecke ist jetzt auch ausgehoben. Ich könnte theoretisch hier meine Generatoren hinbauen. Ja. Also jedenfalls zwei Stück könnte ich hier hinbauen. Und dann könnte ich ja in die Richtung noch erweitern. Erweitere ich einfach den Raum schon mal eine Stufe in die Richtung. Jetzt machen sie wieder die Geschichte, dass der eine hin und her läuft, weil er sich nicht, weil die Wegfindung sich nicht entscheiden kann, wohin er buddeln soll. So, du kriegst hoffentlich jetzt genug Erfahrungspunkte, dass du ziemlich langsam Level 5 erreichst, aber ich glaube, wenn der Level 5 ist, dann mache ich ihn auch einfach zu einem Arbeiter. Stell ihn aber nicht ein, sondern warte, bis der andere. Und ja, ich achte auf sowas. Warum habe ich gerade Teleport gehört? Ernsthaft? Warum habe ich gerade einen Teleport gehört? Ach ja, das Bett ist völlig nutzlos, also stellen wir es mal hier hin. Und ich brauche eine Leiter hier hoch. So. Und ja, ich weiß, dass ich wieder riesige Löcher in mein Wohnzimmer grab. Aber das ist halb so wild, das kann ich ja später dann flicken. Ich weiß nur, ich habe jetzt genug Stein, um meinen Spawnerraum auszuschmücken. Steinmauern. Oh. Fliese vergessen. Und ich soll das Spiel weiterlaufen lassen. So. Perfekt. So, da ist noch mehr Stein. Ich glaube, ich werde einfach hier irgendwie mein Labor einrichten. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Sieht zwar ein bisschen komisch aus dann mit der Ecke da, dass ich keinen direkten Gang habe. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So, zwei Punkte, bessere Miner.
Du willst jemanden bekämpfen? Wen willst du bekämpfen? Und da ist ein bisschen Gold zu holen. Und noch mehr Steine. Ich könnte einfach die beiden Wände nachher zumachen. Dann habe ich hier einen Gang. Oder ich lasse das einfach so über die Ecke offen. Hä? Was hat mich gerade angegriffen? Ach so. Verkauf mal die Leitern nach da oben. Die beiden. Titanleiter. So könnte ich schnell mal an Titan kommen. Jo. Und eigentlich merke ich gerade, unser Eingangsbereich, der bräuchte noch einmal nach hinten, dass ich dort wieder meine Willkommenskoffer aufstellen kann. Ja, das hier wird ein interessantes Labor. Ich mache es am besten gleich breit genug. Obwohl, so. Da kann ich hier einfach einen Holzblock hinsetzen. Ja, das sieht dann gar nicht mal so schlecht aus wahrscheinlich. Oder wenn ich hier zwei Holzblöcke hinsetze, dann haben sie hier einen Eingang und haben hier ihr ganzes Labor sozusagen. Ja. So, Steine habe ich genug. Da wir im Augenblick Platz haben, da oben nachher die Generatoren hinkommen, platziere ich schon mal einen Steinkoffer, also einen Steinschrank, einen breiten. So, du bist Stufe 5, Militär, du bist Stufe 5, du wirst Arbeiter. Du bist ja auch schon fast Stufe 5, also ist das kein Problem, wenn ihr dann nachher da zu zweit arbeitet. Und ja, da noch ein Feld jetzt frei geworden ist, kann ich hier ganz in Ruhe noch eine Holzpflanze hinsetzen, dass wir wenigstens 4 von jedem haben. So, der Raum sieht auch gut aus. So, ich habe 2 Militärzwerge, habe ich gesagt. Jo, habe ich auch. Dann trainiert mal. Der eine trainiert wenigstens, der andere muss eine Runde schlafen. Ich werde dich mal vom Schlafen abhalten, Kumpel. Training geht vor. Verbessern kann ich sie nicht, ich habe kein Eisen dafür. Aber ich kann jetzt mal ganz neugierig in die Richtung graben. So, da ist schon mal das Odigium im Weg. Macht aber nichts. Wir können hier zumachen. Weil ich will eh nicht weiter in die Richtung graben. Sondern einfach nur da den Dinger platzieren.
So. Oh. Geh mal weg. Bau mir gleich zwei neue Trainingspuppen hier auf. Oh, ein bisschen Silber. Das kann nicht schaden, wenn ich das mitnehme. So. Und ich könnte... Nein, ich warte erstmal, bis ich wieder genug Stein zusammen habe. Das macht mich immer nervös, wenn ich die teleportieren höre. Ist hier oben eigentlich noch irgendwas, was ich verkaufen kann, was mir Wert gibt? Nein. Okay. Ernsthaft? Hier ist so viel Gold. Na komm, heben wir mal einfach den ganzen Raum hier eine Etage höher aus. So, dann hätte ich gern noch einen von denen. Habe ich noch genug für einen kleinen? Ja, habe ich, dass ich auf meine gerade Zahl komme, auf die ich immer so bestehe. Ja, den platziere ich mal hier in der Ecke, da stört er niemanden. Ihr müsst ja irgendwie da rauskommen. Jawohl, und die sind am Trainieren. Auch wenn bei ihm mal wieder die Angriffsanimation fehlt. Da kommt da einfach ein Block hin und wir vergessen, was dahinter war. Da der Raum da nicht so groß ist, hoffe ich einfach mal... Wisst ihr was? Ich speichere zur Sicherheit. Für was gibt's den Speichern-Button hier? So, dann werde ich als erstes wahrscheinlich das Loch da schließen, bevor ich das Loch da schließe. Das Problem ist, ich habe immer noch keinen Turmalin. Das heißt, die Forschungen werden sehr, sehr langsam voranschreiten. Hungrig und müde. Tolle Kombi. Naja, wir sind beide fast gleich auf. Das finde ich gut. So, ich denke mal, ich kann jetzt noch meinen zweiten Arbeiter endlich mal einstellen. Denn die sind auch beide ziemlich gleich auf. Gut. Holznahrung wird alles schön gesammelt. So, mit den Steinen kann ich den Thronsaal weiter verbessern. Hier schon mal ein paar Fliesen legen. So. Und dann fehlen noch die Wände. So, Thronsaal ist damit auch fast fertig, bis auf den Block da. Da sind auch noch Steine. Oh. Ein Gnom mit einer komischen Bank.
Tut mir leid, dass ich dir jetzt dein ganzes Zeug klaue, aber wir brauchen die Rohstoffe. Und wir müssen dich leider ausschalten. So, so.